Hallo und herzlich willkommen zu Odo erklärt. Ich bin Odo und das wird hier erklärt, nämlich was ist PeerTube und Sepia Search? Wo finde ich das? Wofür brauche ich das? Und warum wird mein Leben so viel besser, wenn ich weiß, was das alles ist? Aber legen wir doch einfach mal los. So, das hier ist nicht YouTube, sondern das ist PeerTube, nämlich mein Kanal auf einer PeerTube-Instanz, auf der ich mich angemeldet habe. Und hier findet man meine Tutorials, die sich im Moment zum großen Teil um Musiksoftware und Sounddesign und Musikproduktion handeln. Und zusätzlich dann noch diverse andere Tutorials rund um Computer, Linux oder andere Dinge, beziehungsweise auch manche Musikstücke, die ich mache, veröffentliche ich hier. So, das ist auf einem PeerTube-Server. Ein PeerTube-Server ist Teil des Fediverses, und das Fediverse ist ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Services, sozialen Netzwerken oder Blogs oder wie auch immer, die miteinander sprechen können. Das heißt, ihr müsst nicht auf zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube angemeldet seid, habt ihr ja keine Möglichkeit, dass Leute aus anderen Netzwerken eure Sachen sehen könnt, wenn ihr sie nicht dort auch noch zusätzlich veröffentlicht. Die Leute dort haben keine Möglichkeit, euch direkt unter dem Video zu kommentieren und, und. Und das Fediverse mit dem ActivityPub-Protokoll, das ist jetzt sehr technisch, macht es möglich, dass alle miteinander kommunizieren können und auch einander folgen können, liken können. Und wie auch immer. So, was das Fediverse ist und was es da so an sozialen Netzwerken gibt, da habe ich zusammen mal mit Lorenz einen Podcast gemacht, nämlich Besser der Podcast über das Fediversum, das Fediverse. Und hier haben wir einige Projekte besprochen, wie zum Beispiel Friendica oder, wenn ich hier runter scrolle, GNU Social, Mastodon, Pleroma, Diaspora, Hubzilla, Rendika oder einen allgemeinen Podcast über die freien dezentralen sozialen Netzwerke, was dezentral bedeutet und warum das so ein großer Vorteil ist. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Aber wir sind hier eigentlich zusammengekommen, weil ich was über PeerTube erzählen wollte. PeerTube hat vor ein paar Tagen die Version 3 veröffentlicht. Und das Tolle an der Version 3 ist, dass man jetzt auch live streamen kann, was man von anderen Netzwerken her kennt. Und dieses ganze Livestreaming oder PeerTube an sich basiert auf einem Protokoll, das heißt BitTorrent. Und ganz grob gesagt ist, wenn 5 Leute zum Beispiel ein Video anschauen, dann streamt der Server dieses Video und die Leute streamen unter sich, sodass man quasi den Server entlastet und eben auch schneller an die Daten rankommt. Je nachdem, wenn zum Beispiel ein Server überlastet ist, dann können andere Leute, die das Video auch gerade schauen, quasi mit den Daten aushelfen, und so stockt das Video dann nicht, sondern spielt weiter. Der große Vorteil ist, auch kleine Server können eine ganz große Anzahl von Leuten Videos zeigen, ohne dass die Server dann gleich überlastet sind. Wie gesagt, PeerTube ist Teil des Fediverses und eben hat die Version 3 jetzt eben veröffentlicht. Der eigentliche Grund, warum ich dieses Video machen wollte, war, es gibt zu dem PeerTube-Server oder PeerTube-Software und gibt es eine Suche. Warum gibt es eine Suche? Um jetzt doch nochmal das Fediverse zu bemühen. So ein PeerTube-Server ist ein Server auf einem eigenen Instanz, auf einem eigenen Webspace, den man sich einrichten kann. Und bei diesen einzelnen PeerTube-Servern ist es natürlich auch so, ich kann mich dort anmelden, kann dort meine Videos veröffentlichen, aber meine Videos sind jetzt nicht eingeschlossen nur auf diesem Server, und nur wer diesen Server kennt und das Passwort weiß, kann diese Videos gucken, sondern dadurch, dass das PeerTube föderiert, also Teil des Fediverses ist, sind sämtliche PeerTube-Server miteinander verknüpft. Das heißt, auf ganz, ganz, ganz vielen Servern
nämlich, was man hier unten sieht, 667 PeerTube-Server kennt dieses Sepia-Search. Könnte sein, dass es noch wesentlich mehr PeerTube-Server gibt. Kann diese Sepia-Search zugreifen? Ich glaube, der Satz war jetzt nicht ganz richtig. Das heißt, es existiert ein Index über all diese Videos, die veröffentlicht worden sind, und ich kann hier ganz zentral über Sepia-Search, über alle Instanzen suchen. Es gibt Instanzen, die haben sich spezialisiert auf bestimmte Themen, und dort treffen sich bestimmte Leute hauptsächlich, aber das heißt nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt auf einem PeerTube-Server, der sich hauptsächlich um Filme dreht, dass ich jetzt nicht auch mal ein Musikstück veröffentlichen kann, und das sehen dann nur die ganzen Filmleute, die überhaupt gar kein Interesse an Musik haben. Naja, nicht ganz. Das sehen eben alle. Alle, die meinem Kanal folgen können, folgen wollen, beziehungsweise alle, die hier nach meinem Kanal oder nach meinem Musikstück suchen, finden über Sepia Search quasi die Musik. Und wie gesagt, das war eigentlich so der Ausschlaggeber, warum ich das Video machen wollte, weil ich eigentlich zeigen wollte, wie integriert man Sepia Search bei Firefox. Und zwar habe ich hier diese Suchleiste, und wenn ich hier reinklicke, rechts klicke mit der Maus, dann finde ich hier diese Option, ein Schlüsselwort für diese Suche hinzufügen. Und wenn ich das mache, kriege ich hier Suche mit Sepia Search, und das Schlüsselwort, was ich hier eingebe, ist zum Beispiel P für PeerTube. Weil S habe ich zum Beispiel schon für Startpage vergeben als Suchmaschine. Also gebe ich hier P für PeerTube ein und speichere das Ganze ab. So, wenn ich jetzt einen neuen Browser aufmache und zum Beispiel jetzt P und Sendaidokai suche, dann kriege ich hier oben schon angezeigt Sepia Search Sendaidokai oder hier unten Sepia Search auch nochmal Sendaidokai. Also das ist die Standardsuche, wenn ich einen P eingebe. Und dann komme ich hier automatisch auf Sepia Search und kriege alle Dinge mit Sendaidokai hier angezeigt. Was im Titel Sendaidokai ist, inklusive meine Kanäle, die ich hier habe, die so ein bisschen aufgesplittet sind in Musik-Tutorials und Computer-Tutorials. Oder ich suche jetzt zum Beispiel für ein bestimmtes Musik-Tutorial und sage jetzt hier, ich will jetzt wissen, was habe ich hierzu veröffentlicht, welche Tutorials habe ich hier gemacht und wo finde ich die, kann hier direkt draufklicken, komme dann direkt auf das Video drauf und kann mir das dann genauso wie bei YouTube anschauen. Meine Leitung ist leider ein bisschen langsam, aber normalerweise, ja, normalerweise geht das auch schneller. So, und jetzt kann ich wie bei YouTube auf das Video klicken und das anhören. Ich mache das jetzt gerade mal leise. Und man kennt das so ein bisschen, also die Oberfläche von anderen Videoportalen. Ich habe hier einen Pausenknopf, ich kann hier weiterspulen. Hier kriege ich noch so ein paar Informationen, wie viele Leute dieses Video gerade angucken. Das heißt, ein Peer, das bin ich. Und hier kann ich noch die Qualität hier anschauen. 1080p, 27, 480. Groß machen. Zum Beispiel, oder mit Escape wieder raus. Also jede Menge Möglichkeiten, die ich hier habe. So, jetzt habe ich Sepia Search bei mir in Firefox integriert. Und ja, jetzt wäre dieses Video eigentlich schon vorbei, aber ich will noch so ein bisschen, wer Interesse dran hat, noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen, nämlich wer hinter PeerTube steckt. Und PeerTube ist ein Open Source Projekt von jemandem, der das gestartet hat, der schönerweise Schoko Boss heißt. Und der wird gesponsert von einer Non-Profit-Organisation oder unterstützt unter anderem, die nennt sich Framasoft. Und Framasoft kommt aus Frankreich und wurde 2001 als, ich glaube, sowas wie ein Verein gegründet. Und seit 2014 gibt es eben diese Non-Profit-Organisation Framasoft, die ganz verschiedene Projekte am Start hat. Und Framasoft, da muss ich jetzt gerade nochmal schnell selber gucken, Framasoft ist, hat als Ziel Datenschutz, Dezentralisierung, Bereicherung einer freien Kultur.
Entwicklung von freier Software, Open Source und Anbieten von Online-Services, aber jetzt nicht für den Billigheimer und den Geizesgeil-Typen, sondern man sollte sich da auch so ein bisschen daran monetär beteiligen, weil man benutzt ja eine Infrastruktur, die irgendjemand betreuen muss, die irgendjemand am Laufen halten muss, aktualisieren muss. Da steckt riesig viel Arbeit dahinter, auch für die ganzen Entwickler, die diese Software erstellen. Und dort kann man quasi wie so ein Verein für einen kleinen Beitrag, teilweise auch sogar tatsächlich kostenlos, sich bestimmter Services bedienen. Welche Services das sind, das erfährt man hier dann auf dieser Seite, die Framasoft erstellt hat. Alle Links, die ich hier jetzt nenne, die packe ich auch unten in die Beschreibung rein. Das heißt, ihr müsst da jetzt nicht mitschreiben oder Screenshots machen oder wie auch immer. Das heißt, hier ist so eine Übersicht, welche Services Framasoft mittlerweile anbietet. Und da sind echt eine ganze Menge. Manche kennt man vielleicht noch so von diesen ganzen Google Docs und dem ganzen Gedöns, was es da noch gab. Und hier sieht man zum Beispiel, haben die so ein paar rausgepickt über Zusammenarbeit, ein Framapad. Das ist so ein Editor, wo man gemeinschaftlich zur gleichen Zeit online arbeiten kann. Das heißt, wenn man irgendwelche Listen erstellen will, Dokumente schreiben will, verbessern möchte, wie auch immer, kann man das tatsächlich parallel gleichzeitig tun. Das Ganze ist, glaube ich, mit Markdown. Das heißt, man kann, man sieht das hier so ein bisschen in dem Bild hier oben drin, man hat fett, kursiv unterstrichen, durchgestrichen, Listen und kann so ein paar verschiedene Formatierungen machen. Und wenn man es dann richtig schön haben will, kann man es natürlich dann auch nochmal in LibreOffice rüber tun oder wo auch immer, wo man das dann nochmal bearbeiten möchte, wenn es denn bearbeitet werden muss. Dann gibt es ein Framacalc, das ist tatsächlich auch genau das gleiche, online gleichzeitig bearbeitet, aber als Tabellenkalkulation. Das heißt, man kann gemeinsam an einer Tabellenkalkulation arbeiten. So, Framamemo, das ist so ein Zettelkasten, Memo-Kasten, den man auch online gemeinsam bearbeiten muss. Maestro ist dann, muss ich selber noch mal gucken, auch noch mal ein etwas, das ist eine Zusammenstellung von Pad, Videokonferenz und ein paar anderen Tools, also so eine Suite quasi, wahrscheinlich das hier integriert. Werkzeuge, einen Mindmap, Formulare, was mit Karten oder Kanban-Karten, also alle, die auf Agile stehen, kennen diese Ansicht natürlich auch schon mit Backlog und dem ganzen Techniken, die dahinter stehen. Zusammen organisieren. Es gibt Kalender, beziehungsweise, wie hießen das? Ich kenne das, ich glaube, Doodle hieß das bei Google, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es gibt dann verschiedenste Services von irgendwelchen Universitäten oder von Digital Courage, die dann Noodle anbieten. Hier heißt das Framadate, das heißt, hier kann man organisieren, wenn man sich treffen möchte, wann, wer, wie Zeit hat und so weiter und dann eben herausfinden, wann ist das beste Datum. Framagenta ist dann der Kalender, den man hier am Start hat. Framavox ist ein Chat, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, kenne jetzt auch nicht alles. Framatalk, Videokonferencing, Audiokonferencing, mit anderen kommunizieren. Es geht weiter mit den verschiedensten Tools, Framateam, die man eben haben und benutzen kann, wenn man sie denn braucht. Natürlich dann noch immer, zu viele Tools sind auch schädlich, aber zu wenig ist natürlich auch doof. Es gibt sogar einen eigenen Cloud, einen Framadrive und so weiter und so fort. Links, Dateien teilen, Bilder, Framedrop, verbessertes Web-Erlebnis mit News, Framabee, was auch immer, eine Search Engine, okay. Und Framabooking, ein Bibliothek online, ein Malprogramm, Spiele und so weiter. Und hier ist nochmal so einzeln aufgeführt, was es hier noch gibt. Und was auch relativ neu ist, das sehe ich hier jetzt zum Beispiel gar nicht, aber da steckt auch Framasoft dahinter, ist, oder sehe ich das, habe ich das gerade gesehen, das Mobilizone. Mobilizone. Ich finde das nicht. Mobili
Nee, ist nicht auf dieser Seite. Aber vielleicht Pharma Date. Vielleicht sehen wir das auf der Pharmasoft-Seite selber. Nee, haben die hier noch nicht drin. Vielleicht, weil es einfach ein zu großes eigenes Projekt ist. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Mobilizone eingibt, ich glaube, so wird das geschrieben. Das ist ein Service. Mobilizone, ich glaube, da bin ich falsch. Pharmasoft. Nein, das ohne E ist. Mobilizone ohne E, genau. Wenn ich das jetzt aufrufe. Mobilizone ist ein Portal, wo ich Events einstellen kann. Das heißt, ich kann mich da anmelden, kann hier Events einstellen, wo ich sage, okay, es findet hier eine Veranstaltung statt. Das ist jetzt leider hier so ein bisschen gemischt zwischen Deutsch, Englisch und Französisch. Ich kann hier ein Event einstellen, öffentlich oder privat. Ich kann hier auch mit Gruppen arbeiten und kann sagen, hey, pass auf, ich mache hier jetzt eine Veranstaltung. Hier sind sämtliche Informationen dazu. Über ActivityPub, das ist auch wieder ein Teil des Fediverse, kann ich das natürlich verteilen und jeder, der im Fediverse vertreten ist, auf Frantica, Mastodon, Pleroma oder wo auch immer, kann zum Beispiel hier zusagen, absagen, wie auch immer, sodass der Veranstalter einfach sieht, okay, wie viele Leute haben für die Veranstaltung überhaupt ein Interesse, beziehungsweise bekomme ich dann, wenn ich im Fediverse da quasi das geliked habe oder daran teilgenommen habe, auch immer die Updates, wenn irgendwelche Updates zu diesen Veranstaltungen stattfinden. Das heißt, das ist eine freie Veranstaltungssoftware, unabhängig von irgendwelchen großen Anbietern wie Google, Facebook oder wie sie auch alle heißen. Und hier kann ich quasi diese Veranstaltung planen, auf meine Webseiten einbinden und so weiter, ohne dass ich eben diese ganzen Datenkraken mit im Boot habe. So, das ist zu Framasoft, um Gottes Willen, Framasoft, eine französische Non-Profit-Organisation. Jemand, der unbedingt auch genannt werden sollte, weil der auch mit PeerTube eine ganze Menge zu tun hat, ist David Revoir. David Revoir ist vielleicht den einen oder anderen bekannt über seinen Webcomic, nämlich Pepper und Carrot. Dieses Webcomic gibt es schon ganz lange und wird auch in diverse Sprachen übersetzt. Habe ich das hier jetzt irgendwo auf? Nee, habe ich nicht auf. Warte mal gucken, ob ich das. Doch, ich habe das doch hier irgendwo. So, genau. Pepper und Carrot.com. Die gibt es hier auch auf Deutsch. Und die werden auch von einer Community in verschiedene Sprachen übersetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Folge aufrufe, die ich auch frei lesen kann, die sind unter freier Lizenz, sehe ich das. Ich hoffe. Genau, auf Deutsch zum Beispiel. Ich kann das auch in einer anderen Sprache lesen, hier zum Beispiel in Englisch oder natürlich auch in Französisch zum Beispiel. Und dann sehe ich dieses Comic in Französisch. Und David Revoir ist relativ bekannt dadurch, dass er mit dem Open Source Programm Krita arbeitet. Das ist ein sehr professionelles Malprogramm. Man sieht es auch hier so ein bisschen, was er hier macht. Oder er gibt auch Workshops im Web. Und wenn es denn auch mal wieder geht, auch mal wieder live und in Farbe, je nachdem. Er macht hier ganz viele Tutorials, Livestreamings auch, wo er viele Dinge rund um das Zeichnen erklärt, so ein bisschen Krita erklärt. Er macht so Timelapses, wo einfach so, ich sag mal, mehrstündige Session in, weiß nicht, 20 Minuten schneller zusammenfasst und man sieht einfach, wie so ein Bild entsteht, das er malt. Sehr, sehr interessant, ganz toll erklärt. Er erklärt halt meistens in Englisch. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch in Französisch. In Deutsch jetzt eher weniger, weil der Sprache ist ja, glaube ich, nicht ganz so mächtig. Aber ich sag mal, mit ein bisschen Englischkenntnissen
sind die Tutorials ganz, ganz toll, ganz sympathischer Typ und erklärt es auch wirklich toll. Und ja, auf jeden Fall reingucken. Seinen Kanal gibt es auch auf YouTube und ich habe den sogar irgendwo als, genau, als Link hier am Start. Das heißt, seine Live-Videos, die er macht, gibt es auf YouTube nachzuschauen unter dem Kanal Shishimi. Also nicht genau, ob das richtig ausgesprochen ist. Und hier steht dann auch Shading Tutorial für Comics oder Line Art Tipps mit Krita 2.0 oder wie auch immer. Also alles Mögliche, was er veröffentlicht, gibt es hier auch auf PeerTube, auch auf YouTube natürlich, ohne Frage. Und wen das Ganze jetzt so ein bisschen neugierig gemacht hat und das Video eskaliert an der Stelle jetzt hier komplett. Aber wie gesagt, wenn ihr daran Interesse habt, Krita. Krita ist eben dieses Open Source Malprogramm, sehr professionell. Und hier sieht man so ein bisschen, wie hier das aussieht. Es gibt hier eine ganze Menge zu gucken. Es gibt hier jede Menge Tutorials auf PeerTube, auf YouTube, überall, wie man das Programm benutzt, wie man startet, was das alles kann und so weiter. Und auch diverseste Animationen gibt es dazu. Man kann mit Krita auch Animationen machen. Hier sieht man so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern hier sieht man, für welche Betriebssysteme es gibt. Nämlich Krita gibt es für alle Betriebssysteme. Also alle Betriebssysteme oder die meisten Betriebssysteme, die man auf dem Computer installieren kann. Das heißt Windows, macOS und Linux natürlich und in Linux in allen möglichen Varianten als App-Image, als Ubuntu-Repository, als Flatpak oder als Gentoo oder wahrscheinlich noch in Arch, auch noch in irgendwelchen Auer-Repositories oder wie auch immer. So, ich glaube, das war jetzt mal ein bisschen genug, oder nicht nur ein bisschen, das war jetzt mal genug. Euch bluten wahrscheinlich schon die Ohren und das Video ist jetzt auch schon wieder über 20 Minuten lang. Aber das war auch eine ganze Menge Informationen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Neugierde jetzt auf PeerTube, Videos dort zu gucken, ein bisschen ab vom YouTube Mainstream und auch mal, sag ich mal, ein gutes Projekt zu unterstützen, mal ein bisschen die Nase in die freie Welt hinaus halten und freie Luft schnuppern. Ich hoffe, ihr habt Interesse an dem Fediverse entdeckt. Hört gerne meinen Podcast an. Benutzt auf jeden Fall die Suchmaschine Sepia Search und behaltet so ein bisschen im Hinterkopf, über was Framasoft so macht an den verschiedenen Services, die die anbieten. Und wenn ihr das nächste Mal irgendwie ein Tool sucht, dann guckt vielleicht erstmal da, ob ihr da was findet. Ganz, ganz tolle, wirklich ganz tolle Sachen und auch sehr zuverlässig, diese ganzen Tools. Und die meisten davon, oder ich glaube sogar alle davon, kann man mit dem notwendigen Sachverstand sogar auf dem eigenen Server hosten. Das heißt, ihr müsst dann nicht über Framasoft gehen, sondern könnt einfach sagen, hey, ich habe einen eigenen Server am Start, ich bin hier Admin Nummer 1, ich kenne mich aus, ich installiere das, benutze das selber, bietet das meinem Freundeskreis an, meinem Verein oder wem auch immer, oder macht er dann direkt sogar eine eigene Firma draus und bietet das auch kommerziell an. Das ist natürlich auch möglich, mit den entsprechenden Lizenzen geht das. Also sprich, die meisten Lizenzen sind natürlich Open Source, GPL, und die meisten Projekte sagen, okay, du kannst das als Service ja anbieten. Die Software selber darfst du, glaube ich, nicht verkaufen, aber auch ein ganz anderes Thema. Und guck mal bei David Revoir vorbei. Wie gesagt, auch wenn man keine Ahnung von der Sache hat, ist es super nett, ihm zuzuschauen beim Zeichnen oder bei seinen Timelapses, wie Dinge einfach entstehen. Sehr befriedigend, solche Videos zu gucken. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in einem anderen Tutorial wieder oder in einem anderen Video wieder. Guckt auch meine anderen Videos, wenn ihr euch für eine der Themen interessiert. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.